Schön, dass wir mit dabei sein. Herzlich willkommen zurück zu City Skylines Münchensonabe. Erbe, ich weiß nicht, warum ich es immer wieder erwähne. So, wir haben ja zumindest schon mal 3 Monumente, wenn ich mich nicht täusche, oder? Moment. Ja, 3 hatten wir schon. Wir werden natürlich auch die anderen weitermachen. Unter anderem brauchen wir für ein Monument definitiv ein Zoo Stufe 5. Das werden wir jetzt auch angehen. Wir haben den Zoo nämlich noch gar nicht. Da brauche ich auch eine Weile, bis er hoch ist. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit sich hier mal ein paar Arbeiter einfinden werden, damit die hier nicht so rumquaken nach Arbeitern. Zudem wir eine ziemlich hohe Arbeitslosenquote haben und ich das sowieso nicht verstehe, warum sie da nicht arbeiten. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass der größte Teil unserer Bürger halt hochgebildet ist. Und die Hochgebildeten wollen hier so nicht arbeiten. Da kann ich ja kurz auf was gucken. Man könnte hier doch was einstellen. Das Ganze ist Landwirtschaft, ne? Und zwar, ich guck mal kurz meine Richtlinien. Es gab doch eine Richtlinie. Das war, glaube ich, bei Stadtplanung. Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppelt die von Industriegebäuden industrierte Ware. Na, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Es gab mal irgendwas. Die Frage ist das wo? Filter für Industriemüll, Verbindung steigern, Arbeitergewerkschaft, das war es auch nicht, ne? Erhöht die Zufriedenheit, verringert die Steuereinnahmen. Industrie 4.0? Genau, neue Technologien verändern den Personalbedarf in der Industrie. Alle industriellen Arbeitsplätze sind für hoch- und gut gebildete Arbeiter. Um 50% erhöhter Produktionsausstoß und 30% verringerte Arbeitsplätze pro Industriezone. Gut, da haben wir zwar jetzt weniger Arbeitsplätze, aber vielleicht kriegen wir so die hochgebildeten Leute mal da rein. Wir werden es einfach mal probieren. Weil wir halt größtenteils hochgebildete Leute haben, weil wir so eine gute Campusabdeckung haben. Wenn wir Glück haben. Ah, hier, ungebildet brauchen sie gar keinen mehr, gebildet auch nicht. Sie brauchen 3 gutgebildete und hochgebildete, ja. Gut, werden wir gucken. Ansonsten müssen wir halt, wir haben sowieso eine Riesenindustrie in der Frage. Hier, ja, wie er ja sagte, hier muss ich mit der Mod mal bei. Die kriegen einfach nicht genug. Das liegt teilweise aber auch daran, dass sich das hier staut. Das dauert immer eine Weile, bis hier was hingeliefert wird, was sehr ärgerlich ist, aber ist leider so. Ja, der hat gerade gekriegt. Jo. Das ist sowieso, ehrlich gesagt, eine ganz miserable Idee gewesen. Aber eins nach dem anderen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Zoo und den möchte ich gerne hier hin haben. Was ist das hier eigentlich? Ein Überbleibsel von der alten Kriegsgraben oder sieht so aus? Die Pumpen hatten wir ja extra hier hingebaut, damit das Wasser da nicht mehr überschwappt. Aber der Tipp war gut, das hat funktioniert, wie es aussieht. Aber seitdem ist der Wasserstand hier nämlich gesunken. Der ging hier vorher bis hier ran, das ist hier so ein kleiner Hügel. Das Ding steht mittlerweile auf dem Trockenen. Jo, aber gut, die können von hier aus noch angeln. Also der Wasserstand ist sehr gut gesunken. Das hat funktioniert. Auch unser Flughafen hier, das ging ja immer bis an den Flughafen ran. Es sind die Bäume hier inzwischen sogar mal wieder gewachsen. Also das haben wir hingekriegt. Wunderbar, der Tipp war echt gut. Gut, aber jetzt bauen wir den Zoo. Und zwar gehe ich dazu denn jetzt einmal kurz. Bugs und Plätze, Zoo. Ich müsste ihn erstmal anmalen, ne? Warte mal. Parks. Das war Park, ne? Parkgebiet löschen, Parkgebiet übermalen. Ich muss mal überlegen, wie ich das am besten mache. Hier rein geht leider nicht. Dazu wird ein bisschen größer. Den hatte ich in einer anderen City ja schon. Der hat doch schon relativ große Gebäude. Deswegen mache ich es erstmal so. Man kann es ja später anpassen. So, hier an der Straße entlang. Und das hier einmal. So. Dann können wir nämlich jetzt erstmal das zur Hauptgebäude setzen. Zu Haupttor, kleiner zu Haupttor. Das setzen wir hier direkt an die Straße. Ortsbereits belegt, warum? Setzen wir ihn dahin, so. Gut. Errungenschaft, alle meine Parks. Ja, weil wir jetzt alle Parks haben. Elch- und Rentiergehege, Zoo Nebentor, Zoo Souvenirladen, Antilopengehege, Zoo Toiletten 1, das Vogelhaus, das Zoo Café und der Zooplatz. Wunderbar. So, zur Haupttor. Kleiner zur Haupttor können wir natürlich nicht mehr bauen. Aber wir zur Nebentor, ja, das werden wir hier unten später Straßen haben, können wir später gerne machen. Erstmal ein Zooplatz. Und da will ich jetzt mal kurz gucken. Ja, drum kriegst du gleich. Den Zooplatz, eigentlich bietet er sich da schon so ziemlich in der Nähe des Eingangs an. Ne? Dass die Leute reinkommen, erstmal einen schönen grünen Platz sehen und von da aus geht es dann zu den verschiedenen Gehegen. Würde ich jetzt so sagen. Ja, gucken wir mal, so.
Gut, Wege baue ich gleich. Zu Café. Ich baue erstmal die Wege. Ich hätte das schon am Anfang alles ein bisschen, aber auch nicht alles auf einen Haufen gequetscht. Das ist auch blöd. Ich baue hier erstmal so einen Weg durch. Einmal da noch ein bisschen. Das Ganze schließe ich hier an. So. Ist zwar nicht hundertprozentig gerade, aber muss ja auch nicht. So. Zoo-Café. Ich weiß nicht, viele Zoos haben direkt am Eingang auch ein kleines Café, ne? Das war schwer zu sagen. Ich war schon das letzte Mal in meiner Kindheit. Souvenirladen auf jeden Fall im Zoo. Ich weiß gar nicht, wie die Zoos heutzutage aufgebaut sind, ehrlich gesagt. Das Problem habe ich auch bei dem Spiel Planet Zoo. So, die Zoo-Toiletten. Gut, die Gehege machen wir später woanders hin, aber ich hätte zumindest die Toiletten und das gerne am Anfang. So. Dann mal gucken. Wir haben hier ein Elch- und Rentiergehege und das ist schon mal riesig. Wirklich riesig. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wo da... Ah, das kann man so am Weg nicht anbauen. Wo da jetzt das Gehege, der Eingang ist, der Weg. Ich setze das Rentiergehege hier einfach mal an die Seite, so ungefähr. Ah, du sollst... So, ja, ungefähr hier hin. Zack. So, jetzt muss ich mal kurz gucken nach Weg. Ah, ich dachte, gut, da ist mich ein Weg dran, der geht hier rum. Das heißt, der muss vielleicht ein Tickchen länger. So, wenn ich den jetzt hier ranziehe, dann kommen sie von hier so rum. Strom kriegen sie gleich, dann kann man das hier nachher so weiterziehen. Wir haben ja noch welchen Rentiergehege haben wir gerade gebaut? Wir haben auch das Vogelhaus. Das Vogelhaus wiederum muss an einen Weg. Und das geht hier nicht ran, oder? Doch, das geht. Das würde gehen. Dass sie von da hier so ungefähr weiterkommen. Ungefähr so? Müsste doch funktionieren, oder? Mal gucken. Und von da dann hier so vorbeizieht. Ungefähr. Hier hinten wieder. Dass sie quasi da einmal so rumlaufen. Ich meine, da kommen ja später sowieso noch mehr zu. Im Moment haben wir ja nur diese drei Gehege. Dann haben wir noch das Antilopengehege. Das Antilopengehege. Ah, das ist halt so eine Sache. Hier vorne kriegt es gar nicht ran, ne? Doch. Und dann später auf der anderen Seite, hier in der Mitte, noch ein bisschen Deko und so. Ich meine, für den Zoo reicht das ja. Es ist ein Städteaufbauspiel und kein Planet Zoo. Also hier muss jetzt nicht alles perfekt mit Deko sein. Aber er will nicht so, wie ich will. Gut, dann machen wir den daran. Den Rest müssen wir ja leider erst freischalten. Das sieht aber ehrlich gesagt bescheiden aus. Kann ich den Weg? Ja, kann ich. Dann können sie einmal vorbei und einmal hier ran, um die Antilopen zu beobachten oder Rentiere, was es da ist. Wunderbar. Dann haben wir zumindest schon mal Biesle. Das Stück Weg da oben reiße ich erstmal weg. Jetzt muss ich das Ganze aber noch mit Strom und Wasser verbinden, ne? Also, besser gesagt, die kriegen Heizung. Wir wollen nicht, dass die Tiere frieren. Wir sind gut zu unseren Tieren. Und dann brauchen sie auch gleich noch Strom, weil die Tiere brauchen ja schließlich auch. Naja, so ein Rentier will halt auch mal die neueste Playstation. Dafür brauchen sie Strom. So, denn, ja, wie mache ich denn das am besten mit Strom? Am besten, ich ziehe es erstmal von da, weil ich will hier später noch Häuser hin haben. Erstmal bis da und von da nach da. So. Strom müssten sie eigentlich kriegen. Verbunden hat sich das Ganze. Oder? Lass das Ganze mal ein Dietchen schneller laufen. So. Der ist natürlich erst aus Stufe 1. Um den ganzen aus Stufe 2 zu kriegen. Wir brauchen ihn insgesamt aus Stufe 5. Ah gut, Unterhaltung haben wir. 741 von 250. Besucher hatten wir natürlich noch keine drin. Die kommen jetzt gleich. Ihr habt ja auch geschrieben, Straßenverbesserung und Parkfliege nicht vergessen. Ja, die habe ich in der Tat vergessen. Tierästhetik. Das bringt für Zootiere gibt es zusätzliche Pflege und Unterhaltung, damit sie glücklich bleiben. Erhöht den Unterhaltswert im Zoogebäude um 20%. Ja gut, ist zwar teuer, aber wir machen's. So, dann werden wir mal... Ich wollte noch Preis gucken. Ah, Einnahmen. Der Zoo wird wahrscheinlich minus fahren, aber hat auch die Unterhaltung gestiegen. Gut, bis jetzt haben wir noch keine Gäste drin im Zoo. Das wird noch kommen. Erhöhe den Preis mal auf 15. So. Das wird noch kommen, alles. Müssen muss erstmal die Gäste hinkommen. So, hat der inzwischen... Warte mal. Ah, nee, war Schule die aus. Ich wollte gerade sagen, was stimmt denn da nicht? Hat er inzwischen mal ein paar Arbeiten... Ja, hat funktioniert.
Die Arbeiter haben wir hier. Gut, wie sieht's denn bei der Arbeitslosenquote aus? Die ist bei 25, also das reicht ja natürlich bei weitem nicht. Das Problem ist, wenn ich hier das Industriegebiet noch erweitere, was natürlich rein theoretisch geht, könnte das aber schon problematisch werden wegen dem Bahnhof hier. Müsste man gucken. Ich werde es aber trotzdem mal probieren. Weil wir brauchen definitiv so oder so mehr Industriegebiet. Erstens brauchen wir noch den Park dafür. Zweitens müssen wir die Arbeitslosen wieder runterkriegen. Freies Bauen einmal aus. Ich will das aber nicht hier unten anschließen. Na, wie mache ich das denn am besten? Wenn ich den hier jetzt so lang ziehe. Einigermaßen gerade, wenn es geht. Bis ungefähr da. Und von hier denn so schräg runter? Geht das überhaupt? Ja. Würde gehen, ne? Hier so vorbei? Hier so rum? Da denn ran? Lass dich gucken. Ah, das wird doch doof hier. Wisst aber auch nicht, wie ich das anders machen sollte. Den hier vielleicht ein Tickchen hoch, so. Dass man hier noch so ein bisschen Industrie zwischenmacht. Den könnte man dann quasi noch ein bisschen weiterziehen. Muss ja nicht immer alles akkurat gerade sein. Bis ungefähr da. Und dann könnte man ihn hier auch so vorbeiziehen, ne? Ah. Ungefähr so. Ich will den jetzt aber auch nicht. Definitiv nicht. Da anschließen, weil dann haben wir wieder eine Doppelkreuzung. Könnte aber so sogar in der Tat klappen. Muss hier bloß aufpassen, dass ich hier unten keine Gebäude hinpinsel. Guck jetzt einmal nach Kreuzung. Mach die Ampeln aus. So, mehr haben wir aber auch nicht. Nein. So, dann gucke ich hier einmal kurz nach dem Anmalen, damit sie sich gar nicht erst die falschen anmalen. Ja, den müsste ich quasi hier mit langziehen. Weil hier soll schon Landwirtschaftsspezialisierung bleiben. So ist das nicht. So. Ah, vielleicht ein bisschen weiter. So. Damit wir hier auch alle Gebäude mit reinkriegen. Vielleicht bis hier an die Straße ran, damit das auch gut klappt. Und dann bin ich gleich mal gespannt, ob Leute in den Zoo gehen. Ich hoffe es ja. Ich rechne schon damit, dass er zum Minus machen wird. Und das hatten wir beim letzten Mal auch so. Die Zoos sind nicht gerade beliebt, aber wir brauchen ihn nun mal. So, und dann pinseln wir hier ein bisschen an. Gucke gleich auch nochmal nach, das mache ich vorher. Krankenhaus, und das dachte ich mir. Hier kommt noch ein Krankenhaus hin. Ja, brauchen wir ein Krematorium? Nicht unbedingt, ne? Feuerwehr sollte hier definitiv hin. So. Und Polizei, na, geht. Wir haben ja noch die Hubschrauber. Schulen und so brauchen wir hier sowieso nicht. Vielleicht ein Park. Lass dich mal gucken. Kleiner Spielplatz vielleicht. Können die Kiddies, während die Eltern schuften, ein bisschen spielen. Ja, das müsste auch reichen. So, dann malen wir jetzt an. Das hier kann man mit anmalen, definitiv. Den Bereich hier drinnen sowieso. Bauen sie auch schon gerade sofort alles voll, wie man sieht. Ah, das dachte ich, hier muss ich aufpassen. Da ein bisschen. So. Okay, hier kann was hin, da kann was hin. Da sowieso. So, hier auch. Also ein bisschen kriegen wir hier noch mit rein. Auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber zumindest ein bisschen. Da kann noch ein bisschen hin. Und hier muss ich mal gucken. Also hier auf jeden Fall noch. So, das sollte eigentlich auch Landwirtschaft alles werden hier. Und hier fehlt Wasser. Aber das habe ich fast vermutet. Das kriegen wir hin. Wir ziehen die Dinger hier einfach ein bisschen weiter. So. So, aber hier fehlt auch Wasser. Mal gucken. Einmal so lang ziehen. Bis ungefähr da. Das reicht ja schon. Jede zu lange Wasserleitung kostet zusätzlich Geld. Das geht nicht. So. Wasser sollten sie hier haben. Und die sind auch schon wunderbar dabei, sich aufzubauen. Das freut mich. Ich hoffe nur, das kommt hier nicht zu Problemen. Also momentan ist die Industrie in der Frage komplett weg. Aber das liegt ja dran, was sich gerade immer gewaltig viel Industrie aufbaut. Hier klebt sogar schon Werbung. Was haben wir denn da drauf?
Sehe ich gerade gar nicht. Fall in Dental. Zahnpasta. Jungs, das ist Landwirtschaft. Ups für alle mit Zahnpasta-Werbung. Boah. Okay. Wie sieht's denn aktuell aus mit der Arbeitslosenzahl? Und zwar 24%. Sie sinkt, aber sie ist immer noch viel zu hoch. Und bevor wir die nicht hochkriegen, also runterkriegen, ziehen auch keine neuen Leute in die Stadt. Und wir wollen ja unsere Selbstversorger, na selbstverständlich, auch wieder aufgebaut haben da hinten. Ihr habt ja auch geschrieben, da sollte ich mal die Elektroautos testen. Werde ich vielleicht auch mal. Vielleicht bleibt die Gegend sauberer und wird beliebter. Auch wenn es teurer ist, aber ich probiere es gerne aus. Die. So, hatten wir hier hingebaut. Hat der inzwischen mal ein paar Besucher gekriegt? Sieht nicht so aus, ne? Null. Warum? Sitzt der hier so beschissen, dass hier keiner hin will, oder was? Leute, der hat Unterhaltungswert alles. Kein Mensch verirrt sich in den Zoo. Warum nicht? Okay, ich muss aber jetzt trotzdem erstmal gucken. Wo haben wir denn unsere Selbstversorger? Wo sind die denn? Das waren hier die da, die sich hier abgebaut... Nee. Das sind die Selbstversorger, ne? Das ganze Gebiet hier, ne? Ja. Gut, das ist der Holzpark. Selbstversorger? Ja. Da werde ich jetzt die Richtlinie mit aktivieren mit den Elektroautos. Vielleicht macht das Ganze ein bisschen sauber, und zwar die hier. Jeder Autobesitzer im Richtlinienbereich muss zu einem Elektroauto wechseln. Kosten wöchentlich 2 pro Fahrzeug. Wir werden es probieren. So. Macht die ganze Gegend vielleicht etwas sauberer? Sieht man das denn überhaupt mit den Elektroautos? Moment, ich mache mal wieder normale Geschwindigkeit. Kurz Pause. Ist das ein Elektrowagen? Das ist ein Post. Da. Edison Elektroauto Modell 5. Okay. Geht nach Wappenresident. Besitzer Emma Walker. Hochgebildeter Jugendlicher. Spezialistin bei Birne. Geht nach Hause. Okay, sie fahren in der Tat mit Elektroautos hier. Sehen die denn auch anders aus oder heißen die nur so? Ach, geh doch mal weg, da du dümmliches Haus. Ah, ich glaube, ein bisschen anders aussehen tun sie, ne? Gut, so langsam, ganz langsam, Stück für Stück bauen sich hier sogar die ersten wieder auf. Das freut mich. Liegt halt dran, dass wir langsam aber sicher mal Arbeitsplätze schaffen. Ja, aber hier hat sich auch noch nicht alles aufgebaut. Die haben noch freie Flächen, naja. Strom sollte sich aber relativ gut verbunden haben. Aber ich werde den Strom von hier, ich meine, hier muss ja Strom hin, aber ich glaube, ich werde den mal von hier. Hier einmal rüber. Denn hier an die Küste lang. Daran. So. Weil dann kann ich diese Stromleitung hier entfernen. Dann haben sie hier, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, genau. Die haben hier ein bisschen mehr Fläche. Gut. Hier ist sowieso Halligalli. Weil sie hier alle unbedingt... Wieso stehen die hier? Ach, sie parken der Autos. Wunderbar. Jetzt haben wir riesen geschessene Frage. Das lief wahrscheinlich daran, dass wir jede Menge Waren produzieren und hier gerade einen Stau verursachen. Die wollen alle hier rum, zum Teil daran, aber die meisten wollen weiter, wie es aussieht. Ist da gerade einer umgedreht? Okay, der Stau gibt sich gerade wieder aus. Ja, das ist teilweise wegen dem Bahnhof. Der Bahnhof hier mittendrin zu bauen, war vielleicht nicht die beste Idee. Absolut nicht. Aber ihr hattet ja auch geschrieben, einmal den Verkehr komplett löschen. Wegen dem einen Kreisel hier, der hier, ne? Um zu gucken, wo sich das aber staut. Im Moment staut sich ja nicht wirklich was, bis auf hier die... Obwohl, das gibt's nicht, ne? Vielleicht täusche ich mich auch, aber... Im Moment haben wir hier nicht wirklich viel Stau. Die Hubschrauber machen hier Lugi-Lugi, warum auch immer. Passagiere, also das sind die. Im Moment sehe ich nicht allzu viel Stau bei uns, ehrlich gesagt. Selbst die Autobahnen hier sind relativ frei. Die Industriegebiete sind relativ frei. Also, lüft doch. Die Selbstversorger bauen sich ganz langsam wieder auf. Gott sei Dank. Waren die hier, ja? Sieht man ja auch an den grünen Gebäuden. Ich meine, da ist, glaube ich, noch jede Menge Platz zwischen. Ja. Aber so langsam kommen sie wieder. Unsere Einwohnerzahl steigt wieder. Wir sind wieder bei 125.000. Das freut mich. Ja, aber mit dem Zoo muss ich was machen, weil das geht so nicht. Da fällt sich ja nicht ein Mensch hin. Keiner. Niemand. Finito.
Die armen Tiere, die werden völlig vergessen. Null Besucher. Obwohl die Parkpflege sehr gut ist. Da werde ich auch gleich nochmal gucken, nach Parkpflegegebäude. Warum tut ihr sowas? Dann muss man mal gucken. Ich habe hier größtenteils... Ah, hier sind schon so viele Geschäfte, ne? Da haben wir... Ja, dass die Uni verloren hat, war mir klar. Genauso wie die. Ja, ein bisschen... Das war mir aber fast klar, weil halt so viele Leute abgedüst sind. Vielleicht könnte man hier nochmal ein paar einzelne Geschäfte hinmachen, aber auch nur kleine. Auch wenn ich ursprünglich nichts am Kreisel haben wollte, hatte ich ja gesagt, weiß ich, brauche ein paar einzelne Geschäfte. Aber das dürfte die Nachfrage jetzt nicht regeln. Ja gut, ja, das hat sich ja auch noch nicht aufgebaut. Also Platz für Bewohner haben wir noch jede Menge. Ich will hier aber nicht noch mehr Geschäfte hinquetschen, hier ist schon so viel. Da kann sich noch so einiges aufbauen. Wenn ich hier jetzt noch Geschäfte hinmache, wird es hier wahrscheinlich noch voller. Hier will ich nichts hinmachen. Vielleicht hier noch so ein bisschen. Da, das eine Stück könnte auch noch. Genau wie hier der Fusel. Ich mache hier das vereinzelt mal ein paar kleine Geschäfte mit zwischen. Aber nur vereinzelt. So. Wo wir noch freie Flächen haben. Es dürfte wahrscheinlich gleich die Industrienachfrage steigen. Weiß, ich kann auch Büro bauen. Ah, hier haben wir aber teilweise ein bisschen Stau. Aber das liegt doch daran, dass die hier alle links rüberziehen. Ne? Mal, die Kreuzung an sich ist frei. Die ziehen hier bloß alle... Die wollen alle nach links. Kommen von rechts, aber es geht ja auch nicht an, ne? Kann denen das hier nicht verbieten? Ne. Gut, aber es läuft ja, es läuft ja. Eine Mannschaft hat gewonnen. Das freut mich. Ich frage mich echt, warum keiner zum Zoo geht. Wisst ihr das? Oder liegt wahrscheinlich daran, dass er einfach mitten in der Pampa liegt und kein Mensch da hinkommt? Null Besucher. Der hat null Interesse. Steigt da natürlich nicht auf. Mein Mann könnte hier natürlich eine Bushaltestelle oder so hinmachen. Bin sowieso am Überlegen, ob ich irgendwie nochmal eine Riesenbuslinie um die ganze City mache. Aber ich glaube, das wäre nicht so gut, ne? Vielleicht beim Zoo eine Hubschrauberlandestelle oder so? Aber wäre, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Ich würde auch ganz ehrlich gesagt die Zeppeline gerne in der Stadt haben. Im Moment haben wir aber null Nachfrage nach irgendwas. Also kaum. Ein bisschen Gewerbe, ja, aber das war's auch schon. Unsere Arbeitsplätze dürften da nicht runtergehen, weil Gewerbe schafft ja auch wieder Arbeitsplätze. Also daher müsste das eigentlich ohne Probleme gehen. Einmal noch bei 24%. Das liegt aber auch daran, wir haben mehr Arbeitsplätze als Bürger arbeiten. Also es sind noch welche frei. Es wollen nicht alle arbeiten. Das liegt aber auch daran, dass wir teilweise so viele Rentner haben. Das ist unsere Dreckschleuder-Mülldeponie. Das Ding macht Dreck. Hier ist gut was los. Die haben sich aber noch nicht komplett aufgebaut, oder? Doch, haben sie? Was komplett? Sehr viele Felder hier halt und sehr viel Betrieb. Also hier kann ich nicht noch mehr hinbauen. Hier ist es schon so voll. Das funktioniert nicht. Zum Glück funktioniert das hier ganz gut mit der Ausgangsstraße. Woanders kommen sie ja nicht raus, ne? Nee. Hier ist nur eine Einbahnstraße. Sie kommen nur hier unten raus, wenn sie raus wollen aus dem Industriegebiet. Das ist schon mal was. Und dann kommen sie hier an, ne? Und hier verteilen sie sich. Wunderbar. Gut, das funktioniert. Aber die Frage ist jetzt natürlich... Ich kann jetzt nicht wirklich Bewohner bauen, weil sich das hier alles noch gar nicht aufgebaut hat. Aber ich brauche Bewohner für den Zoo. Aber hier ist alles noch frei und hier sind noch Wohnflächen, wie ihr seht. Da hat sich noch gar nichts aufgebaut. Wir kriegen jetzt langsam eine leichte Industrie in der Frage. Das Problem ist auch, ihr seht das ja hier, wir brauchen noch Industrie. Wo bin ich? Ich bin auf den letzten. Dafür brauchen wir, naja gut, da brauchen wir die Szenarien. Wie zum Beispiel brauchen wir hier Industriegebiet mit 10.000 Quadratmetern. Also wir müssen so oder so mehr Industrie bauen. Denn, na gut, das ist die Bürgergesundheit, das kann man mal extra machen. Vogelbienenpark haben wir inzwischen frei. Okay. Den könnte man mal bauen, der war beim letzten Mal noch nicht frei. Ich glaube, dafür brauchten wir Landwirtschaftsspezialisierung, das haben wir ja eben gebaut. Wenn ich hier so den Vogelbienenpark hinbaue, genau hier so zwischen? Ah, aber warte mal, ich hätte hier ja gerne noch Wohngebiete später... Ich baue da einmal kurz die Straßen hin, aber kleine. Mach das einmal hier kurz an.
Ich will hier jetzt noch keine Wohngebiete hinbauen, aber später. Einmal ein bisschen dicht daran, wenn es geht. Ungefähr so, danke. So. Den hier oben mit dran, zack. Das dachte ich mir schon, da steht schon Gebäude im Weg. Den da mit dran. Und hier könnte man denn, ja, weiß ich nicht, mal gucken, so einen Weg zwischen oder so. Ich müsste ehrlich gesagt, oder ich mache das so, warte mal. Kurve. Entweder bewege ich den da weg oder ich baue den hier so schräg. Wäre mal was Neues. Es muss ja nicht jede Straße gleich sein. Der kann dann an mir stehen bleiben. Hier, was weiß ich, ein bisschen Grüngürtel zwischen oder so. Ich gucke nur einmal kurz, ob ich da Ampeln habe. Ampeln, Ampeln, Ampeln. Tatsächlich. Da ist eine, da ist eine. Da ist eine, da unten haben wir eben gar nicht gebaut. Also wir haben damals schon eine Ampel vergessen. Hier ist noch eine und da ist auch noch eine. So. Und jetzt den Vogel- und Bienenpark da hinten. Hier so zwischen, geht das? Passt sogar. Hier wird aber auch passen. Lockt vielleicht ein paar Leute auch Richtung Zoo. Da so hin. So. Da war sogar eine Voraussetzung für irgendwas, meine ich. Vogel- und Bienenpark. Das wird zumindest in die Nähe eines Zoos passen. Auch wenn das eher so ein Imkerparadies hier ist. Strom kriegt er gleich. Ich will noch was gucken. Das war nicht eine Voraussetzung für irgendein Monument. Das war Geschäftspark. Das ist der Krankenhausplatz, Katastrophengedenkstätte, Klimaforschungsstation, Status Colossalus. Ich habe keine Ahnung wofür, aber irgendwofür war das Ding eine Voraussetzung. Wahrscheinlich für die Recyclingfabrik, wo ich jetzt die Klimaforschungsstation verbrauche. Ich gebe den erstmal Strom. Ich gucke gleich mal nach der Klimaforschungsstation. Ah, das musste ich machen, damit der Zoo Strom kriegt. Und hier ist jetzt im Moment auch blöd. Komme ich hier rüber? Ja. Den setze ich erstmal damit ran. Die Stromleitung muss aber später weg. Aber der braucht ja leider Strom und Wasser. Ne, Wasser hat er. Haben wir denn zumindest jetzt noch mal ein paar Leute hier drin? Mäh. Will keiner unsere armen Tiere begutachten. Toh. Die armen Tiere, echt. Jetzt schießt natürlich gerade die Industrie nach Fragewellen nach oben. Oder baue ich hier ein paar Bürogebiete mit zwischen. Ein paar einzelne. Aber wie gesagt, wir brauchen halt Industrie, wir brauchen aber auch, glaube ich, noch Bürogebiete. Wie gesagt, das war Bürgergesundheit, ich guck mal da. Katastrophe, das ist Tsunami. Wir haben hier meistens, ja, da ist die Klimaforschung. Da brauchen wir zum Beispiel Landwirtschaftsspezialisierung. Selbst das reicht nicht aus. Da brauchen wir sogar noch mehr. Für die Klimaforschungsstation. Und wir brauchen... Ja, guck, hier brauchen wir noch Bürogebiete. Aber wir brauchen alles noch. Das ist der Hubschrauberpark. Den könnten wir nicht auch noch bauen. Und, na gut, dafür brauchen wir noch Gewerbegebiet. Dann brauchen wir noch, gut, die eine Uni ist kein Problem. Verlustfreie Zerstörung. Oh Gott, wir brauchen auch noch lokale Herstellungsspezialität. Also wir brauchen noch so viel. Und dafür brauchen wir drei beliebige Szenarien. Also wir brauchen noch einiges. Gewinnen Sie Flutgebiet. Den haben wir frei und dafür... Verfügen Sie aber ein Zoogebiet Stufe 5. Ich sag doch, wir brauchen den auf Stufe 5. Das ist nicht so einfach. Also wir brauchen Büro und Industrie. Industrie haben wir so oder so Nachfrage. Allein schon wegen den Arbeitsplätzen. Das Problem ist, ich kann hier nicht noch mehr hinbauen. Hier ist es schon so voll. Die Arbeitslosenquote ist nicht gerade gesunken. Hier ist es echt extrem voll. Mann, ich könnte hier noch ein bisschen Landwirtschaft... Ich glaube, ich muss die Mod mal anmachen. Ich würde gerne die Landwirtschaftsspezialisierung hier so ein bisschen erweitern. Aber ob das gut geht, ist noch so eine Frage. Müsste man probieren, ne? Wie könnte man denn vielleicht hier reinfahren lassen und hier unten rausfahren lassen? Müsste mal gucken, wie man das zurechtfriemelt. Müsste aber gehen, und wenn ich ein paar Gebäude verschiebe, aber erstmal müsste ich die Landwirtschaft hier ein bisschen ausbreiten, dann kann man hier noch was hinbauen. RB... Das machen wir beim nächsten Mal, weil wir sind bei 30 Minuten. Ich werde dann jetzt offline die Mod aktivieren. Dann machen wir beim nächsten Mal hier ein bisschen hinpinseln. Dann können wir die Landwirtschaft, dann können wir auch unser Öl mal weiter ausbauen, damit wir mit der Industrie mal weiterkommen. Hier hätte ich ja auch noch ein bisschen... Hier muss ich definitiv auch was unternehmen. So geht das auch nicht. Das muss ich auch ein bisschen erweitern. Wo haben wir unser Öl? Öl hatten wir hier. Das wollten wir ja auch noch erweitern, weil das reicht hier definitiv nicht aus. Also wir kriegen das hin. Zumindest freut mich das, dass ich hier... die biologische, naja, biologisch nicht, die Selbstversorger, langsam wieder aufbauen.
Dessen steigen auch unsere Bewohner wieder. Wir sind bei 127.000 inzwischen. Es kommt also langsam wieder. Aber es reicht halt bei weit noch nicht aus. Unserem Zoo vermute ich mal nicht, dass da dran, dass hier nichts ist. Obwohl eigentlich Touristen hinkommen müssten, aber der sitzt immer noch auf Null. Hier will keiner hin. Keine Ahnung warum? Werden wir noch rausfinden. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.